Am 19. Januar vor 25 Jahren wurde in der Traditionsgaststätte Brunnenkrug der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin gegründet. Somit ist das Haus unter der Nummer 13 in der Schweriner Brunnenstraße für die Verbandsmitglieder so etwas wie eine Geburtsstätte. Am Montag wurde hier das große Jubiläum in einer kleinen, vertrauten Runde gefeiert. 11 Selbstständige aus Handwerk, Handel und Dienstleistungen legten 1990 im Brunnenkrug den Grundstein des heutigen Unternehmerverbandes. Ja, das Größte war eigentlich die Ideenvielfalt. Wir waren ja gerade eine Woche zuvor zur Gründung des Unternehmerverbandes der DDR, damals in Berlin. Und mit dieser Aufbruchstimmung sind wir hier nach Mecklenburg wieder zurückgekommen. Und hier gab es eben, wie gesagt, die Vielfalt der Ideen. Was muss man machen? Und es war der Andrang übermächtig. Wir hatten die damalige Halle am Fernsehturm, nicht genügend Stühle. Es waren unendlich viele Stehplätze da. Also dieses Aufbegehren in der Gesellschaft, das war schon enorm, und dieses Gespür haben wir eigentlich versucht umzusetzen, und das Erfolgsrezept schreibt heute der Verband nach wie vor. Heute gehören zum Verband über 600 Unternehmen aus der Region. Die Mitglieder dürfen eine vielseitige Unterstützung erfahren, von der Beratung über die Kreditvergabe bis hin zu den Kinderbetreuungsprojekten. Nach einem Vierteljahrhundert seiner Geschichte hat der Unternehmerverband alle Gründe, stolz zu sein. Wenn man 25 Jahre zurückdenkt, können wir auch sagen, wir haben 25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit als Verband durchgeführt. Wir sind ein stabiler Partner für die Politik, für die Wirtschaft. Und ich glaube, es ist uns auch gelungen, die Interessen der Unternehmerschaft hier in der Region in ausreichendem Umfang zu vertreten. Am 18. März veranstaltet der Unternehmerverband einen großen Jubiläumsempfang im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais. 300 Gäste sind geladen.